Meine Güte, guckt euch das Wetter an. So gut. Leute, heute ist echt ein Tag. Ich bin verabredet mit Kuliwu. Wir wollen ein paar coole Videos machen. Und gerade heute passieren die komischsten Dinge. Erst zerreißt mir komplett hier mein Reißverschluss. Ja, egal. Dann reißt hier dieses Bändchen von meiner Jacke hier ab. Ja, für die Leute, die es schon wissen. Auf Instagram, meine Instagram-Leute wissen das schon alle. Also guckt einfach, dass ihr mich abonniert. Oh fuck, es ist doch rutschig irgendwo. Unten links hier abonnieren. So, das ist auch durch. Fuck, jetzt muss ich nochmal hochrennen. Alter, Junge. Jetzt muss ich nochmal hochrennen, weil meine fucking SD-Karte einfach in der GoPro nicht war. Warum auch immer. So. Und dann ist heute doch so geiles. Ja, geil, mein Tank ist auch noch fast leer. 36 Kilometer. Dann ist heute noch so geiles Wetter, dass ich meine Sommerhandschuhe rausgeholt habe, weil ich dachte so, okay, nice, endlich wieder mal Gefühl und oh mein Gott, mein Lenker ist ja doch gar nicht 5 cm, 50 dick, dann ist mir aufgefallen, fuck, die sind ja kaputt, das heißt, dieser Finger wird abfrieren, ist aber mir jetzt auch egal, sehe ich beinahe auch mit offener Tasche gefahren, so, ja, genau, also das, soweit zu mir heute. Äußerst stressiger Tag, also wenn so das Motorradfahren beginnt, meine Güte. So, Leute, was geht ab? Guckt euch das Wetter an. Es ist blauer Himmel, es ist richtig warm. Ich friere nicht. Okay, ich muss sagen, im Schatten ist es schon ein bisschen fresh. Aber das ist nicht so wild. Ich habe so viel Gefühl in der Kupplung, das ist krass. Und wie fahrt ihr alle hier? Ihr fahrt alle so strange. Aber ich habe es über diese Ampel geschafft. Nice. So, hallo. Ich bin Bex in the Business. Wie ihr merkt, ist ganz schöner Berufsverkehr. Aber das ist absolut gar kein Problem für den Boy. Ich würde gerne filtern, aber die Leute wissen noch nicht, dass es Motorräder gibt, denn es ist noch nicht Saisonbeginn. Dann sind die immer so Anti-Motorrad-Leute. Die parken immer so eng und so. Später lassen sie ein bisschen mehr Platz. Das ist ganz angenehm. Aber natürlich gibt es immer mal wieder den ein oder anderen Kandidaten, der dann natürlich trotzdem dicht macht. Aber das ist gar kein Problem für den Boy, denn der Boy hat Zeit. Leute, wenn ihr mit Stress fahrt, dann ihr wisst, was dann passiert. Wenn ihr mit Stress fahrt, dann fahrt ihr eventuell jemanden um und das wäre ziemlich dumm. Denn danach habt ihr Kummer und Sorgen und es wird jemand kommen und er wird euch vielleicht ermorden, weil ihr seinen Geliebten mitgenommen habt, den Booster Energy, gesnackt. Komm schon, gib ein bisschen Gas, Brudi. Schaffen wir es über die Ampel? Mensch, nice. Nice, Brudi. Ich muss jetzt links auf die linke Spur. Schaffen wir das? Er sieht ein bisschen angry aus. Gehen wir hinter ihm rein. Blinken wir schon mal. Blinken ist immer gut. Er lässt uns rein. Wunderbar. Das läuft heute wie geschmiert, verdammt. Filterboy, Filterboy. Er filtert, denn er ist der Filterboy. Ist das schön. Ich habe nur die Befürchtung, meine lieben Leute, dass die Sonne untergegangen ist, ich ziemlich frieren werde. Ich habe ja meine Sommerhandschuhe an und ich muss sagen, ist jetzt auch schon ein bisschen kalt an den Fingern. Und ich muss sagen, dieses Jahr bin ich echt wenig gefahren. Erst wenig gefahren. Ist ja auch verständlich, es war ja auch Winter und so und nicht unbedingt das schönste Wetter, aber wenn so ein Wetter ist wie heute und die ganze nächste Woche sollen es 10 Grad werden, okay, am Wochenende jetzt, keine Ahnung, wann dieses Video rauskommt, wahrscheinlich erst im Juni, also denkt euch einfach die Bäume grün, Bros und Sisters, also dieses Wochenende bin ich in München auf der E-Mod mit den Jungs und Mädels. Ach, wisst ihr, was mir gerade für eine grandiose Idee kam? Ich könnte das Video auch einfach jetzt raushauen. Einfach so heute. Aber das mache ich sowieso nicht. Ah doch, wenn ich es heute mache, kann ich sogar noch eine Ankündigung machen. Eigentlich eine gute Idee. Eigentlich eine gute Idee. Soll ich es machen? Ach, was soll's? Ist ja nur Valentinstag. Dann gibt es heute wieder einen Night Upload. Ich bin einfach eine Nachteule. Kann ich auch nichts für. So, wir können super filtern, bis auf die letzte Passage. Das ist ein bisschen traurig. Naja, auf jeden Fall. Oh, er zeigt mir an, keinen Kilometer mehr. Vielleicht fahren wir doch tanken. Dann spoilere ich euch direkt was. Ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
Fuck, ich habe jetzt komplett den Draht verloren. Das ist passiert mir beim Filtern öfter. Dann bin ich konzentriert und verliere komplett mein Thema. Ich schneide das Video heute, damit ich euch irgendwas bieten konnte. Oder irgendwas sagen konnte. Ich weiß aber nicht mehr was. Ich habe keine Ahnung mehr was, Bro. Die nächste Frage ist, habe ich überhaupt mein Portemonnaie dabei? Das ist die nächste Frage, die sich erübrigt. Aber ich glaube schon, ich bin ja immer vorbereitet. Immer. Irgendwas mit München. München, ah ja, okay. Die Messe-Videos. Ich muss sagen, vielleicht haben es ja einige von euch bemerkt. Auf der Messe haben wir vielleicht das ein oder andere alkoholische Getränk getrunken. Auf der Berliner Messe jetzt. Die anderen Messen liegen noch in der Zukunft, aber ich denke, dass da etwa dasselbe passieren wird. Ist nur so ein Wanke-Vermutung. Sagen wir es so? Wankemutige Vermutung? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, habe ich viel gesuffert. Und die Akkus habe ich auf jeden Fall aber schon im Vorfeld vergessen, was natürlich sehr schlecht ist. Gibt es hier auch eine Zapfsäule, die frei für mich ist. Also ich habe die Zapfsäule schon im Vorfeld vergessen. Die Zapfsäule, tschüss, was ist heute los mit mir? Ich glaube, ich stelle mich einfach hinter den Asiaten, denn er geht ja schon zum Bezahlen. Also, Akkus habe ich vergessen. Danach haben wir, hatte André aber lustigerweise eine Powerbank dabei. Sehr praktisch. Dann haben wir ein USB-C-Kabel an die GoPro gemacht. Und ab dem Zeitpunkt, wo quasi in diesem scheiß 70-Euro-Stecker für die GoPro ein Mikrofon drin steckt und eine Powerbank, ab dem Zeitpunkt sind alle Aufnahmen Async. Das heißt, ich bewege meinen Mund etwa so wie jetzt, aber der Ton kommt 3 Sekunden später. Mir ist gerade aufgefallen, ihr könnt ja gar nicht sehen, wie ich meinen Mund bewege. Ich habe überlegt, vielleicht mache ich alle Messen in ein Video. Dann haben wir alle Messen in einem Video. Oder so. Ja. Ja, okay. So, nachdem wir jetzt wieder geschafft haben, uns loszureißen von dieser wunderschönen Tankstelle, auf der es übertrieben glatt war, so ähnlich wie in einem scheiß Aquarium, wenn ich es 3 Wochen nicht gewaschen habe und danach versuche davon, darauf, deswegen, ja, was versuche ich denn darauf eigentlich? Sagen wir mal, Mikado zu spielen, ja? Im fucking glibberigen Aquarium. Und es ist der Winterdienst, du bist ja auch too late, Bro. Und du sollst heute Nacht frosten. Irgendwie too late, Bro. Irgendwie sind es 10 Grad, Bro. Ah, vielleicht machst du auch sauber, aber du hast keinen Staubsauger, also glaube ich nicht, dass du sauber machst. Nun ja, so, ja, wir cruisen weiter im Berufsverkehr, ist wunderschön. Gibt es noch irgendwelche Informationen, die ich euch mitteilen will? Nein, außer dass ich euch ziemlich heiß finde, ist alles beim Alten. So ein Berufsverkehr ist sehr heftig. Komm, auf keine dummen Gedanken hier über den Fahrradweg zu filtern, Auto. Sowas macht man aber nicht. Keine Motorradfahrer, obwohl so gutes Wetter ist. Da ist doch was irgendwie, da ist ein Motorradfahrer. Ja, okay. Dann ist alles Roger. Nein, nein, nicht nach links, nicht nach links. Ich muss hier filtern. Nice. Alles Roger. Ich wollte eigentlich nur sagen, dass wir filtern müssen. Oh nein, da ist eine Frau im Rollator. Das ist ja Anti-Filter. Es ist Filter-Herausforderung, eine Frau im Rollator. Ich kann auch schon gar nicht mehr so gut filtern, muss ich sagen. Schon ein bisschen außer Übung. Das ist auch interessant. Sie filtert jetzt, er filtert. Ich habe keine Ahnung, was er macht. Er filtert durch die Mitte. Das ist interessant auf einer zweispurigen Sache. Ja, kann man machen. Er hat, glaube ich, gesehen, dass ich filter. Und dann hat er gedacht, boy. Ich habe zwar nur ein Saisonkennzeichen, aber ich würde auch gern filtern. Ja, jetzt guckt er mich an, aber es hilft ihm nicht. Und Bruce am Handy? Mensch, es ist ja alles in dieser Welt so wie immer. Außer, dass die Sonne scheint. Das ist irgendwie heute neu. So Leute, ich würde sagen, das war's jetzt mit dem Video. Hier in meiner alten Hut mache ich das Video zu Ende. Tot. Ich mache es vorbei. Es ist aus.
Ich hoffe, diese Informationen haben euch weitergeholfen. Ich weiß gar nicht, ob dieses Video jetzt wirklich eine Information enthielt. Das Ding ist aber, ich wollte es ja eigentlich als Informationsvideo für jetzt... Achso, ja genau, die BMT-Shit, dass ich das später bringe. Aber ist ja nichts Neues bei mir, dass wir das später bringen. Also Leute, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Coverboy ist raus. Peace. Hallo. Hallo. Darf ich vielleicht ein Bild mit dir machen? Klar. Komm her. Oh, fantastisch. Willst du noch jemanden grüßen? Alle, die aus meinem Dorf kommen. 10A. Okay, grüß an die 10A. Hohendodleben, das ist in der Nähe von Magdeburg. Oh. Okay, krass. Okay.